Und damit willkommen zurück zu Rapture. Wir sind immer noch dabei, unser Tool zu finden. Und wir haben die Little Sister mit dabei. Aber unsere Aufgabe wird erstmal sein, dass wir ein Medikit irgendwo mal kriegen. Sie wollten, dass ich's mit Wrestling versuche, bevor die Stadt... War da was? Greifst du mich jetzt an? Das kleine Vögelchen gehört jetzt mir, mein Lord. Ah! Oh ja, und da ist der nächste. Komm. Wo bist du? Fuck. Meine Aktie. Komm runter. Okay, der ist gar nicht mal so gruselig. Nice. Okay. B-Hacken. Dankeschön. Und einmal heilen. Jetzt haben wir zumindest mal eins. Ja, ich weiß, aber ich glaube... Da wäre eine Vita-Chamber. Sollen wir das machen? Wie schaut's denn aus mit den Lieten? Fallenliete, hätten wir ein paar. Da gehen wir erst nach hinten. Ihr macht die andere Leiche erstmal. Und ihr dürft jetzt Wetten abschließen, ob ich dabei drauf gehe. Hallo. Komm, Boss. Hey, was mach? Dankeschön. Hä, wo ist sie hin? Hä, ach da. Oh, Mann. Objekte kaufen. Wir... Warum habe ich das die ganze Zeit übersehen? Okay, was soll's. Ja, das werden wir uns... Warte mal, Fallenliete. Von wo können die kommen? Die könnten theoretisch von da kommen. Da einmal. Und natürlich hier. Hier mal alles gerade irgendwie voll mit Fallenlieten. Wer hilft mir? Halt, nein. Komm her, zurück, zurück. Wie der? Alles klar. Daddy, holen wir's uns. Ja, sei mal fleißig. Brüder und Schwestern, das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Blechte, die ist leer wie eine Gefängniszelle, die einen Insassen braucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagt ihn! Hä? Wo denn? Okay, der ist da in die Falle reingelaufen. Ah, ich liebe dieses Plasmid. Hast du es langsam? Also. Sehr gut, wir haben's. Nein. Oh, ich krieg jetzt schon Adam. So, alles wieder. Was? Wo, 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 wo? Ah, du. Nein. Scheiße. Kannst du nicht mithalten?
Und tschüss. Ja, glaube ich. Ist immerhin eine Niete, die ich dir in deinen Kopf reinschieße. Okay. Hier mal alles mitnehmen. Hat jemand schon einen Verbandskasten? Und auch hier noch schön Zeugs. Also es lohnt sich so teilweise von den Materialien her. Na? Bohrtreibstoff. Und hier noch. Jemand? Big Daddy! Okay. Kann ich mir jetzt hier schon was kaufen? Plasmisel Eve Upgrade. Nochmal Eve Upgrade. Moin! Könnte man auch dezent nervig werden, wenn die hier die ganze Zeit kommen. Okay. Hier drin war nix. Hier wäre die zweite Leiche. Schauen wir uns mal. Okay. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier, hier ist Endstation für mich. Hä, warum denn alles stilllegen? Gib den Code, den du gefunden hast, auf dem Zahlenfeld vor der Klinik ein. So solltest du aufs Dach raufkommen. Wann habe ich denn den Code gefunden? 0047. Okay. Fallniete. Wir machen das erstmal hier. Okay, wo kommen die jetzt überall her? Hier ist abgesperrt. Die könnten theoretisch von überall herkommen. Und ich habe wieder nichts mehr. Alles klar. Wir haben Adam gefunden, Daddy. Oh, du hast sogar noch Geld. Sammle Adam. Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Es will es uns wegnehmen, wie damals Eleanor. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Will Eleanor helfen? Oder glaube ich zumindest. Na, noch jemand? Okay, noch jemand? Komm, Kim, bitte mach weiter. Wir sind alle bei der... Was? Wo? Wir waren gerade kurz vom goldenen Schaden. Was? Von wo? Wo? Du komm mal mit. Ich bin nicht böse, aber du darfst das gern schneller machen.
Okay, haben wir alles hier wieder einsammeln. Nice. Oh, ach da. Tschüss. Okay, die fallen wieder mal rein. Nice. Und einmal heilen. Okay. Die nehmen wir auch nochmal mit. Und ich sollte die Waffen wechseln. Keine Munition mehr. Klinikcode Fishbowl. Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um ein Rhinoz... Oh, schade. Wie kann ich denn hier runter? Ach da. Annehmen. Natürlich rennen ihn die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Naja, ich werde im Fishbowl Diner drüber nachdenken. Habe ich ihn erwischt? Okay. Ich werde sie jetzt mal retten. Jetzt bin ich mal gespannt. Danke. Oh, das sieht ja wirklich wieder normal aus. Okay. Oh, es hat auch noch geheißen, ich krieg dann wie so ein... Oh, oh. Ist da wer? Wachsen die Rosen gar nicht mehr. Okay. Moin. Aha. Nice. Hey, kann ich dich mitnehmen? Nein. Was? Nein, nein, bleib da, bleib da. Was zum Teufel? Ach, da haben wir wieder ein Geschütz da hinten. Alles klar. Eckpfeil. Ich höre die Himmel. Ich hab das alles geerntet. Okay. Einmal das, einmal das. Also wirklich viel Schaden machen sie ja nicht, ne? Aber es ist trotzdem eine Hilfe. Wir sind doch der Big Daddy. Oh, nice. Einmal wieder hacken hier. Gib her. Komm schon. Wie? Na komm, aufheben. Nice. Upgrade-Maschine! Nice. Waffen verbessern. Ich glaube, ich gehe mit der Schrotflintenschaden. Soll ich hier überhaupt schon sein? Ich hab hier die Hose. Boah, das geht ab. Du wirst natürlich am Speichern oder ersetzen müssen. Eingeleitete Tunika können. Ja, das haben wir gesehen. Was Shorten Alarms? Was klingt unfair, was das Gerücht in der Sicherheit sein muss? Mit Shorten Alarms hast du schneller wieder deine Ruhe. Nee. Brauche ich erstmal nicht. Und dann mal wieder was zum Anhören. Kamera versteckt. Ein weiterer Tag, ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera in Kingporn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Oh.
Okay, dabei auch nochmal eine Rückgabestation. Das ist good to know. Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg! Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Ja, in gewisser Weise hat sie da recht, oder? Ist ein Zug? Blockiert er unsere Strecke nicht, wenn der da steht? Ich frag nochmal. Ja, nur 53 Dollar. Reicht sie mal nicht. Lebst du noch? Nee, oder? Ach, da. Was passiert, wenn ich den von hier oben angreife? Ich tue gerade mal speichern. Antipersonen panzerbrechend. Einfach nicht. Komm, scheiße, komm mal, ist nicht mehr. Fuck, das zwirbelt. Hab ich ihn? Yes. Hallo. Okay, wieder einmal heilen. Okay, der Nachteil jetzt von der ganzen Übung war, dass wir jetzt wieder nochmal alles zurückgehen müssen. Wo wär's denn? Wo bist du denn die Leiche? Da drüben. Oh, da rein. Oh, das ist ja super praktisch. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie weit laufen müssen. Hä? Wohin? Wohin? Jetzt sind wir den ganzen Weg da. Wo gehst du hin? Ach, hier! Leiche Nummer 1. Dann auch wieder von zwei Seiten. Habe ich noch so. Ja, Fallen mit, aber nicht mehr sehr viele. Okay, dann werden wir auf alle Fälle mal 1, 2. Oh, fuck. Kann ich den nochmal aufheben, bitte? Na komm. Yes, okay. Hier. Und vielleicht Nummer 3. Und dann hätte ich noch hier ein paar. Okay, das passt. Wir gehen jetzt hier mit Antipersonen und dann brauchen wir mal Munition. Hey, dein Daddy. Hier. Jetzt holen wir hier das ganze Zeug. Einmal Adam sammeln, bitte. Schlafende Engel leuchten. Von wo? Schockmunition. Ah,
Kameras jetzt nicht gerade in der geilsten Position. Ach, jetzt sehe ich sie erstmal. Wir haben ja so ein. Also an die Person geht echt ab. Oh, endlich! Unterstützung? Wow, holy shit! Fertig? So, komm mal mit. Nee, nee, bin ich böse. Mach dir da mal keine Sorgen. Okay. Ich hab's leider keine tollen Sachen mit. Aber immer ein paar Dollar. Okay, die nächste Leiche wäre dann wo? Daddy? Da drüben! Nö. So, komm, geh auf. Ich würde lachen, wenn das da unten ist, im Diner ist oder was auch immer das ist, was hier abgesperrt ist. Geht's da rein? Oh ja, Tatsache. Bevor wir da reingehen, will ich mal hier kurz gucken. Okay. Geil. Was ist denn hier los? Wozu schleppst du ein Kind mit an? Wo? Wo bist denn du jetzt gewesen? Dr. Lamb? Sophia. Ich kam hier runter, um zu singen und eine Familie zu gründen. Aber ich passe einfach nicht zu diesen Leuten hier. Sehen Sie sich an. Sie passen hierher. Hallo. Ah, oh, ich wünsche, es gäbe einen Patch dafür, das Schreien. Hier ist nichts mehr. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier rein. Ah, ich glaube, ich werde es bereuen. Oh, Forschungskamera. Du hast die Forschungskamera halten. Drück links, während du dich auf den Gegner konzentrierst, um Forschungssitzung zu beginnen. Dieses Ding ist ein wahres technikaler Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Müssen wir das machen? Was? Zugsplicer. Forschungsbonus erhöhter Schaden plus. Zugsplicer anfällig für Antipersonenangriff. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Okay. Was? Lass das an. Oh, nochmal. Lidherz-Splicer. Ja, erhöhte Schaden. Plus Lidherz-Splicer am Tisch. Bitte sei nicht mehr betrunken, das wäre echt schön. So, und wo ist jetzt die Leiche? Da geht's lang. Oh, zufälligerweise eh gerade noch da unten. Okay, na, wir gehen erstmal Stuff kaufen. Eve Spritze. Einmal, zweimal. Verbandskasten auch. Kuchen hätte ich gern. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Na klar. So, ich glaube, okay, ich muss da lang. Ah, geile Atmosphäre hier. Schießen wir hier ein bisschen ungünstig mit Wasser. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab.
Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Ah, scheiße. Big Daddy will ich jetzt eigentlich nicht kaputt machen. Wie geht das mit der Kamera wieder weg? Das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Okay. Okay. Hacken, gratis Zeug. Oh, cool. Dosenfleisch. Nee. Hey, gib her. Nein. Oh, gib mir das Zeugs. Ah, Mann. Es ist dämlich. Okay, alle Heilmittel. Interessant. Oh, was? $15? Na komm, komm. Super. Ja, ich weiß, ich hab leider deine kleine Tochter. Na komm her, nicht weglaufen. Ach, die nutzen das auch noch. Was für Ärsche. Aber schlau. Okay. Hi, Big Daddy. Oh, ganze Chemiefabrik hier drin. Okay, was haben wir ja? Alle Heilmittel. Ah, ja, stimmt ja, mit allen Heilmitteln kriegen wir ja Eve. Da haben wir ja das Upgrade gekriegt. Oh, das sieht noch Heckteil aus. Nice. Dann gehen wir wieder raus. Oh nein, 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 Heckpfeil. Ich brauche einen Heckpfeil. Scheiße, warum kann ich den nicht hacken? Oder ist der jetzt gehackt? Ach so, das sind jetzt. Oh fuck, geht's weg, geht's weg, geht's weg, geht's weg. Okay, aber jetzt habe ich wenigstens zwei dieser Bots bei mir. Also nicht ganz so schlecht. Der Rückgabestelle. Nein, 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 nein. Fuck, jetzt habe ich fast das gleiche wieder gemacht. Scheiße, da komme ich jetzt nicht vorbei ohne so einen Heckpfeil. Fuck, 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 fuck. Außer ich mach schlau, ne? Oh, ich kann auch hier lang gehen. Na du, alles klar? Tust mir eh nichts, oder? Okay, ciao. Oh, Aufnahme. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Ja, da steht gerade einer vor mir. Ach, Mann. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera. Was? Bruce Price, Erfolgsbogen. Neue Fähigkeit, Bohrersprung. Vernichte deinen Gegner mit einem verheerenden Sprungangriff. Filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Warum ist es jetzt schon wieder vorbei?
Nice. Und tot. Sieh einer an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Na, Kamera. Drücke Umschalt, während du liegst hier durch, um einen Bohrsprung auszuführen. Na, komm her. Komm jetzt her. Kann ich dich eigentlich auch so hacken? Nice. Wo ist sie? Komm her. Fuck, die ist mit seinem Propkaus. Hallo. Da. Ein Geschenk. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Okay, das klingt witzig. Hypnotisieren Sie Ihre Gegner. Viel Spaß, wenn Sie sich gegenseitig bekämpfen. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Haben wir gerade ein Opfer? Was ich verhandle nicht, sprich mich nicht an. Geil. Blut, ja. Auf mein schönes Holz. Okay, das hebt aber nicht ewig. Alles klar. Das ist doch gut zu know. Kann ich bei dir noch was machen? Nee. Komplett im Arsch. Ich warte ja immer noch auf das eine Geschenk. Auf die Bühne. Okay. So, und jetzt große Redi. Damit herzlich willkommen hier in Rapture. Sind gerade dabei, Renovierungsarbeiten zu machen. Läuft noch nicht ganz so. Oh, Backstage. Wir werden wiedergeboren. Power to the people. Erhöhte Bohrung, Treibstoffeffizienz, Ladestreifengröße für Nieten. Bisschen mehr machen wir das. Altes Spielzeug, neues Spielzeug. Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind? Stanley ist mir keine Hilfe. Wie soll ich für die kleine Eleanor sorgen? Interessant, wie unperfekt hier das Ganze ist. Wo sie da ihr perfektes Universum machen wollten. Okay, habe ich dich schon gehackt? Nee, habe ich nicht. Kostenloser Shit, bitte. Oh, nice. Was? Nein, warte mal. Oh, Treibstoff. Okay, na, das habe ich nicht. Da sind wir voll Schrot. 50er Kugeln ist auch gut. Hackpfeil. Schwere Niete. Alle Nieten hat's nicht. Okay. Ah, das ist ein Big Daddy. Gehen wir mal da lang, da sind wir auch noch nicht so lang gegangen. Munition. Aber kann man eh nichts leisten. Was? Nein. Nice. Hey, das sind ja zwei Sachen. Komm, gib. Nice. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden.
einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Oh, was zum... Oh! Ach, du bist das! Oh. Alter! Ich hab das so nicht erkannt, dass das ein Geschütz ist. Holla Scholli! Ist aber ganz schön weggeschleudert hier. Ach Mann, der war jetzt noch eine gute Hilfe gewesen. Ich hab gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Jetzt explodiert's da hinter mir. Oh, jetzt ist wieder ein großer. Nö. Okay, was haben wir hier für Secrets? Ah, da geht's nach oben. Das ist eigentlich ein schönes Plakat. Grace Holloway. Ah, über Telekinese könnte man das, glaube ich, holen. Aber das spare ich mir. Gratis Health Pack, bitte. Dankeschön. Ich glaube, ich mache Sachen, was das Spiel so gar nicht... Ah, und da ist Leiche Nummer 2. Ah, sollen wir das hier zuerst machen, anstatt wie unten? Unten hätten wir halt die Hilfe. Oh, Feuersturm. Was machst du? Heißt deine Feinde willkommen mit Feuersturm. Setze deinen Gegner in Brand, wenn sie zuschlagen. Iflink Bohrkraft. Mach mal hier rein. Oh ja. Ladies and Gentlemen, jetzt könnt ihr mich anfassen. Wird feurig. Wer hat meinen Anzug verraten? Wer zum Henker ist da? Wer ist da? Ah, ich verhandle! Ich bin nur froh, dass Mutter das nicht mehr erleben muss. Ah! Okay, also ich muss ein bisschen besser zielen mit dem Ganzen. Was haben wir hier drin? Was zum... Ach so, okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine abgefuckte neue Waffe. Papa's Rock. Machen wir mal. Weißt du noch, was du mir mal gesagt hast, Bill? Ein Marktplatz der Ideen. Das wärst du. Wenn ich mich auf die Debatten mit Lam einlasse, machen wir sie unschädlich. Ich habe es getan. Und warst du mal in Papa's Drop, Bill? Hör mal. Geile Gesangsstimme. Nach jedem Song verteilen diese Traumtänzer ihr Manifest. Ihr Gesicht schmückt schon jede Mauer. Die heilige Lam. Du hast sie erschaffen, McDonough. Und jetzt wirst du den Rat dazu bringen, dass er das Geld rausrückt, um sie zum Schweigen zu bringen. Okay. Da haben wir jetzt noch so ein schönes Hörbuch. Sonntagsmesse. Hören wir uns mal rein. Ich habe Gerüchte gehört. Es ist kaum zu glauben, aber anscheinend hält irgendwer namens Wales unten in der Siren Alley Gottesdienste ab. Alle Religionen und Glaubensbekenntnisse sind willkommen, heißt es. Sie machen große Versprechungen. Erlösung, Unsterblichkeit und einen Weg hier raus. Es ist mir egal, wie verrückt das klingt. Ein Ausweg aus Rapture ist Musik in meinen Ohren. Nächsten Sonntagmorgen werde ich da sein. Ah, ist schon noch cool, den Leuten dazuzuhören und ein bisschen von der Geschichte zu erfahren. Auch von dem Platz, wo man gerade ist. Okay, liebe Leute, wir sind schon bei 40 Minuten. Wir werden die Leiche jetzt beim... Ja, ich weiß. Ich bin ein Engel. wir werden das bei der nächsten Episode machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst meinen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.